Kommt man hier durch und rüber und nein. Kommt man nicht. Aber wo kriege ich denn dann noch Münzen her? Das Spiel ist mir zu schwer. Na, dann nehme ich mir erstmal den seine Münzen hier. Flupp. Wenn ich sie kriege. Ein einführbares Pokémon. Ein einführbares Pokémon? Ja, ein Versuchsplan-T-Shirt. Oh Gott. Diese... ja, Inspektor Gumshoe, wie er sagt, dies ist ein Übersichtsplan, oder was? Es gibt wohl 101 oder 102 Münzen, weil es knapp. Was? Es gibt in diesem Level nur 101 oder 102? Nie und nimmer. Mein Lieblings-Pokémon ist übrigens Late. Oder auch, oh nein, es setzt Klatscher ein. Seine Auswirkung. Ach, hier gibt's sogar so eine Eule. Na, dann kann ich ja doch vielleicht noch Hoffnung haben. Ich halte mich an dir fest, du Eule. Hui. Wenn ich falle auf meinem Kopf, dann gibt's eine fette Beule. Von der Eule, oder wie? Ja, allgemein einfach nur Schienensturz. Aha. Hat eine Beule mit einer Eule zu tun? Naja, es reimt sich. Ja, es reimt sich zwar, aber die ist doch nicht direkt an der Beule dran schuld. Nein. Werden wir eh nicht herausfinden, weil es bei der Version ja auch eine andere Anzahl geben kann. Ja, das stimmt. Ja. Aber dann müsste ich vielleicht noch irgendwo so einen blauen Münzen-Switch finden und ich glaube, dazu muss ich... Ich weiß schon, wohin. Und zack. Vielleicht ist hier was. Hier ist ein Stern, toll. Der deinen... Der irgendeinen Namen trägt. Ja, kein... Wir wollen ja nicht irgendwelche Namen spoilern. So, was ist hier oben? Also ich bin's nicht, ich bin nur noch hier. Du bist da. Ich bin auch nicht. Nee, ich bin... Ah! Die Eule sagt, aua, mein Fuß. Eule. Du auch alles verstanden, das automatisch auf nein. Ja, das passiert ja ganz gerne bei Legend of Zelda. Genau. Die Schneemänner könnte man im Feuerart, glaube ich, auch schmelzen bekommen. Okay? Oh, das wäre cool. Würde ich das doch mal versuchen, aber ich würde gerne auch noch sehen, ob es hier einen blaue Münzen-Switch gibt. Habe ich schon einen gefunden? Ist immer noch shiny. Ne, ich glaube nicht. Langsam nee. Wieder dunkel. Ja, so ist das hier manchmal. Oh, Moment mal. Wollen wir ab jetzt jedem Stern einen Namen geben? Oh mein Gott. Der Sternstern. Moment, ich habe eine Idee. Ich gehe einfach mal hier rein. Der nächste Stern heißt Markenkar. Ich wusste doch, da war noch was. Oh, war ja. Ah. Oh. Ah. Hier gibt's Münzen zumindest. Vielleicht nicht genug, aber es gibt welche. Oh Gott, das würde wirklich, glaube ich, knapp werden. Also, naja, obwohl, so knapp sieht es gar nicht mehr damit aus. Wenn ich jetzt auch noch diese komischen Gegner da habe. Blub. So, 30 Münzen noch. Wir können ja mal rechnen. Also, 1, 2... 3, 4. Ah. Nein. Hoch da. Okay, so. Fehlen noch 26. Ja, wozu der Bob Omb hier gut ist, die sieht man doch alle, die Sterne. Münzen. Stünzen. Jetzt bin ich gespannt. Kriege ich dadurch Münzen? Nein. Ich wette, ich verhau das. Werden überbewertet. So, okay. Wenigstens zwei von denen, die der fallen gelassen hat, habe ich bekommen. Das ist ein gut. Stern sollte tiefer Lockhart heißen. Oh Gott. Wir sind bei Final Fantasy gelandet. Okay, ah. Das ist definitiv anders. Wo
vorsichtig hier. Axido, voll geldgeil mal wieder. Ja. Ich glaube, ich mache ein Late-Fan-Game. Professor Axido und Stylus von Mark. Und das Geheimnis. Das Geheimnis des verschwundenen Stylus, ja. Oh, hier gibt's noch Münzen. Okay, ja, ich bin hier gerade geldgeil, weil ich will unbedingt diese 100 Münzen haben, bevor ich den nächsten Stern bekomme. Oh Mann, es gibt ein Layton-Spiel für Smartphone. Ja, das ist aber kein Layton. Das ist kein Layton. Ich habe schon immer gesagt, das ist kein Layton-Spiel. Und ich bleibe bei dieser Meinung. Oh, 1-2. Wenn ich das so weitermache, könnte es sogar was werden. Noch 5. Das schaffe ich locker. Oh, da sind ja noch mehr. Gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Ach, da ist ja sogar noch eine rote Münze, die ich einsammeln muss. Na dann. Ja, wohl mehr als 102. Guck dir das an, gleichzeitig. 2 Sterne gleichzeitig. Einen davon hat man gar nicht gesehen. So, und jetzt holen wir uns noch den anderen und dann haben wir es. Hui, und fertig. Düb, 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 düb. Axido, willst du das Spiel kaputt machen? Ja, ich will das Spiel kaputt machen. Oh. Ich mach mal Licht an, übrigens. Halt schon so duster. Nochmal Wusch. Ich wollte gerade sagen, das mit dem Wusch war wohl nix. Ja, ich vergesse das beim Aufnehmen immer. Ich habe einen Lichtschalter, der zweimal gedrückt werden muss, damit er angeht und zweimal, dass er ausgeht. Ich glaube, das kann man auch anders machen. Also ich kenne auf jeden Fall Dimmschalter, aber ein Doppelklickschalter ist mir neu. Schlimmschalter. Nein, so. Ich wollte Feuer. Und dann wollte ich einen Stern. Das dürfte jetzt schnell gehen. Endlich mal eine helle Leuchte im Stream. dem Maxi, du ging ein Licht auf. Bin ich gespannt. Ach man, jetzt habe ich mein Feuer nicht mehr. Ist es das kleine Feuer? Ist das das mittlere Feuer? Das große Feuer oder das gigantomanische Feuer? Von der Hexe Veganer übrigens. Ein Kekschalter. Gratis Kekse. Ich schaff das. Das leuchtet ein. Ja, das leuchtet ein. Ja. Das leuchtet ein ist auch so ein schöner Spruch. Ah, es hat geklappt. Ich poste dir gleich wieder das Bild, bei dem Gary gelangweilt Schlagzeug spielt. Gary langweilt sich? Nein, Gary von SpongeBob. Ach so. So. Frostbollenfrust heißt die. Heißt das Level. Ja, es ist frustig. Eiskunstlaufen. Was ist denn wieder Eiskunstlaufen? Ach, ich hab da schon eine Idee. Ich weiß einfach, ich hol mir einen Stern, von dem ich weiß, ach, das ist ja sogar der. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber gut, jetzt geht's erstmal wieder ein bisschen schneller, weil ich jetzt weiß, wo es weitergeht. Beziehungsweise das Schöne ist, ich kann mich erstmal bei der 100 Münzen Jagd auf das Level vorbereiten und dann, bam! Hol ich mir einfach so diesen Stern da. Das ultra-titan-große Feuer, eine weitere und das große Megafeuer. Ja, ja. Na Moment, das große Megafeuer ist aber eine Mega-Evolution, oder? Keine Ahnung. Megafeuer. Ah, oh, 0 Münzen. Aber dafür wieder ein Stern. Diese Keksdose verwendet Cookies. Die gibt's wirklich. Silbersterne des Schneemanns. Oh, nicht wieder Silbersterne. Das Mega, Mega, Mega Flair. Der 100 Stern wird gefeiert. Oh, wer gibt einen aus? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab kein Geld.
Naja, ich könnte, aber ich weiß gar nicht, worum es geht. Oh, Moment, stimmt. Schnapszahl. Ich müsste eigentlich. Ich stoße mit Fanta Mango an. Ich mit Orba. Okay. Ich versuche erstmal die anderen Sterne zu kriegen, weil wie ich den bekomme, weiß ich, aber das mache ich gegen Ende. So. Da ist noch ein Stern. Den will ich, den hab ich gleich und er ist mein. Wenn du im Silberstern-Level bist, geh mal alle Silbersterne sammeln und dann ins Iglu. Wieder raus. Was dann passiert, verrate ich nicht. Und dann will wieder jemand ein Küstritzer Schwarzbier. Ich hab so eine Ahnung, so eine böse Vorahnung, was passiert, wenn man ins Iglu geht mit allen Silbersternen und dann wieder raus. Und ich finde, das ist eine Gemeinheit, mir das zuzumuten, dass ich dann nochmal alles sammeln muss, weil der Stern dafür nicht mehr da ist. Ich denke, das wird es sein, worauf es hinausläuft. Und übrigens, ich sterbe! Aber auch nur vielleicht. Was? Ja, ich sterbe nur vielleicht. Nein, dass du alles wieder neu sammeln musst. Ich wette es. Ich könnte es wetten. Also, um wie viel wollen wir denn wetten? Oh Mann. Nein, das mache ich nicht, natürlich nein, nicht. Nein, Calvin ist nicht der Moderator. Nein, aber ganz ehrlich, ich wüsste es gerne. Wenn es so ist, dass ich dadurch den Stern verliere, dann hätte ich es bitte jetzt gleich gewusst, weil dann hätte ich es schon entlarvt. Nein, oh, nein, es passiert, nein, passiert was Tolleres. Na gut, aber wenn das nicht stimmt, dann stimmt das halt nicht. Kann ich auch nichts machen. Garantiert, fuck, und du bekommst 2 Sterne zum Preis von einem. Nein, ich glaube nicht. Und bam! Oh, oh, fuck! What the? Wow. Ja, super. Begeistert. Ich hätte gerne eine Spiegelsuppe Käse mit Scheibenpilzcremesuppe von Meisterklasse. Klingt verlockend. Boah. Ich will die Münzen, Sterne, Silbersterne, Dinger. Vor allem, was haben die wieder mit dem Schneemann zu tun? Die sind ja nicht mal in der Nähe des Schneemanns. Nur weil da ein Schneemann in dem Level ist. Also die Bezeichnungen hier sind wirklich irreführend. Das ist ja fast wie mit YouTube-Videos von bekannten YouTubern. Bekannte YouTuber? Ja. Die dann auch irgendwelche misleading Titles in ihre Videos posten. Aua! Wer macht denn sowas? Ich möchte keine Namen nennen. Nein, also ich nicht. Ah, Mist. Ich will meinen Stern wieder. Wann spielst du denn eigentlich mal Dark Souls? Nie. Was war denn das für eine Frage? Ich dachte ja nur, weil in 3 Tagen ein Teil rauskommt. Na, der ist doch schon längst draußen. Also wenn es nach mir ginge, würde ich den jetzt schon spielen können. Ja, die japanische Version ist schon draußen. Und du weißt ja, wie ich mit japanischen Versionen so bin. Ich finde es ja lustig, dass die Leute, die ein, Aua, null. Die von Bandai Namco im Prinzip, das Recht gekriegt haben, schon, zu streamen, bevor das eigentliche Spiel außerhalb Japans ähnlich ist. Die haben das Recht dazu bekommen? Ja, ein Embargo haben sie bekommen. Die haben ein Embargo bekommen, aber das, ach, geöffnet und, bekommen. Und, die durften halt bis zu einem bestimmten Boss streamen. Mhm. Und einige dieser Streamer, die dieses Embargo halt hatten, haben sich dann trotzdem gedacht, oh, Screw auf Bandai Namco, ich hole mir jetzt die japanische Version für meine Xbox One und streame ein Spiel vollständig. Ach, gemein. Das ist irgendwie. Nee, unter das macht nicht. Das ist unter aller Sau. Also wenn man schon sowas gesagt bekommt von denen, ehrlich gesagt, wenn ich solche Restriktionen direkt gesagt bekäme von einem Hersteller oder Entwickler, Publisher, was auch immer, dann würde ich mich da auch dran halten. Da das bisher ja noch nicht der Fall war. Ach Mist! Jetzt habe ich den Stern geholt. Ja. Na gut, dann können wir ja jetzt erstmal die Silbersterne sammeln nochmal.
dann und gucken, was passiert. Bin ja mal gespannt. Ich erst. Im Flitzebogen.